Ich freue mich so sehr, wenn das Streaming-Zimmer dann umgebaut ist, so wie ich mir denke. Wäschte. Oh, wir haben so viel, ne? Krams. Ich werde das dann einiges im Dings dann zurücklassen. Kann ich jetzt eigentlich schon lesen? Theoretisch. Nein. Jetzt mal eine Stunde warten. Ich werde jetzt mal eine Stunde warten. So. So. Oh Mansen. Erstmal was Salziges essen, damit das Wasser nicht verloren geht. Dass wir uns da einverleiben. So. So. Und das hier verwenden. 3 Stunden, dann haben wir 5 Stunden durch. Oder die 15, so. Und wenn wir das gelesen haben, haben wir eine Schusswaffe 5, eigentlich. Gucken wir mal. Wir haben jetzt, wie viele Tage? 147 Tage schon. Crazy. Gewehrschusswaffe ist bald 5. Du hast ein gutes Gefühl für das Gewehr entwickelt. Deine Schüsse treffen häufiger und töten ihr Ziel zuverlässiger. Es ist ein ständiger Begleiter. Okay. Das heißt, wir werden jetzt das mal in die Hand nehmen. Raus. Wie wir hören, hören wir nichts. Sind keine anderen Häuser, die begehbar sind. Als allererstes werden wir erstmal in dieses Haus gehen. Wir gehen einmal hier außen rum. Hier, dann das Haus. Hier rein, alles abladen und dann nach da hinten gehen, glaube ich. Huch. Vielleicht finden wir was Cooles. Ich werde jetzt hier auffüllen. Wir haben noch ein bisschen. Oh Gott, es sind so viele Sachen, ne, die ich dann mitschleppen muss. Muss. Ich werde natürlich auch einiges hier liegen lassen. Als Zwischenbasis. Ich will jetzt nicht alles mitnehmen. Vielleicht das Kochmaterial, also das Kochmaterial in Bezug auf das, was ich zum Kochen brauche, wie Essen und so weiter, das bestimmt. Oh, Hinterland. Ein Hinterlandkäffchen. Schluck auf. Sehr gut. Die ganzen Fackeln. Unser Fackelreservoir werden wir jetzt mal auffüllen. Sehr gut. Okay, Holzbrikett. Werden wir alles dann drüben hinlegen. Das ist ja nur noch unser Altholzlager für den Fall.
lange überleben. Altholzlager und Stofflager. So. Gucken wir mal so runter. Nee, nix. Wir dürfen das Polaroid nicht vergessen. Vielleicht kriegen wir. Wir sind jetzt in der Nähe des Polaroids. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Das nehmen wir noch mit. Also meiner bescheidenen Orientierung nach dürften wir jetzt in der Nähe des Funkturmhügels sein, der hier ist. Map. Wir dürften jetzt hier irgendwo sein, dann gehen wir hier den Weg hoch und das ist dann. Shit. Ich mache nur kurz eine Limo auf und werde es hier reingießen. Eine Sekunde. Ich glaube, ich werde jetzt mal auch Stunde lesen, denke ich mal. Oder zwei. Oh, das ist ja echt viel, was wir haben. Damit der Bär weggeht. 2 Stunden forschen. Ist der Bär hoffentlich weitergeschlichen. Toi, toi, toi. Kein Bock auf Bear-Encounter, ganz ehrlich. Okay, wir hören jetzt nichts mehr. Das heißt, Haus an der Küstenstraße. Hierhin? Hoch. Oder hier rechts hoch und dann links. So, da hinten hoch. Wir werden jetzt von dem Haus dann direkt in die Scheune, in die Tankstelle hier reingehen. Dann die Autos mitnehmen. Ich hoffe, es ist dann nochmal so Reparaturzeug drin. So Kabel und so ein Scheiß. So. Und Öl, hoffe ich. Hier ist schon mal Kochzeug. Das ist schon mal sehr gut. Also Zutaten zum Kochen. Oh, ich werde mich jetzt echt blank ziehen, ne? In der Tankstelle. Es geht nicht anders. Ach Mist. Leer. Irgendwie überraschenderweise einfach. Mit einem bestimmten Level, also Level, ab einem bestimmten Fortschritt geht es einfach nur vorwärts und dann vorwärts oder direkt tot oder einfach nur dämlich bist, aber
Och, ich bin immer, ein Pixel zu weit weg. So. Ich muss mal mich in der Küche noch mal besser umschauen, glaube ich. Vom Haus des Pilzjägers und so weiter. Nicht, dass ich dein Rezept irgendwie verbaselt habe. Oder gibt es da keins? Gibt es da eins oder keins? Ich weiß es nicht. So. Haus verlassen. Jetzt zum jetzt zur Tankstelle und da Baseball. Erstmal schauen, was hier so Phase ist. Mit dem Auto und dann zurück. Dorthin. Gut, dass ich das Brecheisen hier noch habe. Noch dran gedacht habe. Ja. Oh ja. This is really coming handy. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ja, dafür werden wir jetzt hier mal reinschnuppern. Bevor ich ins Auto klettern. Mal gucken, was da drin so ist. Der Wind ist auch tückisch, ne? Du hörst dann sehr schlecht andere Geräusche. Ja, sehr schlecht. Quonset Garage. Oh, was wir machen können ist... Ersatzsicherung, endlich! Autobatterie. Sagen. Das werden wir jetzt nutzen. Und dann liegen lassen. Oh. 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 Hier drauf. Erstmal schauen, was hier so offen rumliegt. Oh, noch eine Sicherung. Fett. Das noch Kabel. Und das noch eine Sicherung. Okay. Drähte. Gut, dass ich hier hin bin. Habe schon mal einiges am Start zum Reparieren von den ganzen Sachen, die da sind. Okay. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, ich möchte den ganzen Kram, den wir nicht brauchen. Ah, brauchen wir alles. Scheiße. So. Wildnisküche. Brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir es nicht. Kühlschrank öffnen. Energy Drink. Chips. Dann
wir alles auf, solange das Licht noch da ist, werden wir hier erstmal alles durchlooten. Oh, perfekter Revolver und Gewehrmuni. Brauchen wir nicht. Das ist schon mal sehr gut. Richtig gut. Toilettenwasser. Njam, njam, njam. Richtig lecker. Nein, nicht wie Aporet reden. Bitte. Lecker Schmecker. Ach Gott, das ist ja immer nur Lost. Dieser Mann. Der redet ja echt so. Speiseöl, okay. Das ist Öl hier auch alle. Haben wir jetzt alles ausnutzen, was geht. Dann durch Looterei. This stuff will come in handy. Nee. In dieser Welt nicht. Als Anzünder vielleicht, aber wir sind jetzt Level. Wie viel? Hier. Also Level 3 brauchen wir es nicht mehr. Level 4. Wir brauchen keine Zunder mehr, deswegen. Egal. Egal! So. Ich werde das jetzt einfach mal auslaufen lassen. Da oben hinstellen. Gehe ich unten hin, brauche ich nicht mehr. Ist leer. Drei Liter. Crazy. Okay, ich werde jetzt hier das hier ablegen. Warte, Inventar. Wo hatten wir das denn jetzt hier? Aktion, auffüllen. Aktion, Mensch. Ablegen. Huch. Ablegen. So. Ach Gott, ich wiege immer noch so viel. Gute Güte. Das habe ich doch gar nicht durchsucht. Hör auf. Okay. Crazy. Okay, ob ich jetzt durchsucht habe oder nicht. Oh, geil sein. So. Ganz unten hin. Das, so. Das brauche ich nicht. Das eine lasse ich hier, das andere auch. Die Pfanne. Das will ich mal austesten. Die nehme ich mit, komm. So, 6 Stück. Das ganze Essen mache ich dann drüben hin. Das Holz mache ich dann auch rüber. Ja, das meiste, was jetzt wiegt, sind die Kleidungsstücke. Das essen wir jetzt hier rein. Wenn das klappt, vom Platz her.
Das gute Essen zuerst. Nee, erstmal die Kleidung. Weil das Essen möchte ich jetzt nochmal durchtesten. Und schauen, was wir alles backen können. Oh. Inventar. Ach, die Mac-and-Joy-Jacke hatten wir einmal repariert und das war nicht so geil, ne? Richtig? Richtig. Ich glaube schon. So. Kleidungsstücke. Die ganzen Sachen müssen echt repariert werden, meine Güte. Der Schneesturm hat nichts gut getan. Oder nicht gut getan. Das werde ich reparieren, also zerlegen. So. Ich bin sackmüde, okay? Das brauche ich nicht. Und Angelmarke, okay. Das werde ich gleich ablegen. Das sind schon mal 2 Kilo weg. Eigentlich Dosen essen noch? Bestimmt. Irgendwo. Nein. Ich habe kein Dosen essen mehr. Doch, hier. Dann kann ich das eine schon mal ablegen. Das nehme ich. So. Das da. Inventar. Das war hier. Ablegen. Verwenden. Da. Inventar. Dann schon mal 2 Kilo weg. Dich hier ablegen. Und 3 Kilo sind auch schon mal weg. Verwenden. Okay. Ablegen. Und nochmal eine Stunde. So eine Stunde kriegen wir noch rein. Vielleicht noch eine Stunde. Fuck. So kurz vorm Ende, ey. Du sagst es. Das ganze Essen, ne? Okay. Feuertonne. Bevor wir hier irgendwas machen. Hier. Pfirsichkuchen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. 6 Kilo. 6 Kilo Mehl. Mehl. Ja,